Hi, heute geht es mal um eure Clash Quest, aber in diesem Video geht es mal nicht um meine Liga, denn Clash Quest hat hier morgen um 15 Uhr die Premiere von einem neuen Video angekündigt. Und zwar das Video vom dritten Island Update. Ja, ich habe dazu ja auch schon ein bisschen was in Alpsychos Video gesehen. Da seht ihr auch schon ein Video von Psy. Ja, könnt ihr auch gerne mal abchecken den Kanal. Ja, genau, da hat er auch schon ein bisschen was zeigen dürfen. Ja, aber hier ist dann wahrscheinlich nochmal mehr. Können wir wahrscheinlich nochmal viel mehr erfahren. Ja, Like ist natürlich schon gegeben, abonniert habe ich auch schon. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hier so in der Beschreibung steht. Ja, also als erstes werden hier Clans angekündigt und auch die Clan-Ligen. Okay. Dann als nächstes Boneyard Beach. Das ist dann quasi eine neue Umgebung. Die neue Truppe, den Bombenminer. Und die Bone Bros als neuen Boss. Ja, soweit kenne ich das ja eigentlich schon. Zwei neue Gegnercharakter, nämlich den Dune Dragon und den Scared Skelly. Ja, okay, das haben wir auch schon gesehen. In diesem Short von Clash Quest auch. Da dieser Dune Dragon wird wahrscheinlich dieser orangene Ding da sein. Und Scared Skelly halt diese Skelette mit den Helmen auf dem Kopf oder mit den Töpfen. Keine Ahnung. Und dann einen neuen Boss für Shock Shores, nämlich Vault Viper. Okay, also anscheinend kommt für Shock Shores ein neuer Boss. Da war ja ein anderer Boss, oder? War da ein Boss? Ich glaube, da war noch gar kein Boss. Kann das sein? Ich denke, da war kein Boss. Ja, da kommt dann auf jeden Fall noch einer. Werden wir dann auch mal reingehen, auf jeden Fall. Ja, dann richtig viele Bugfixes steht hier. Ja, wahrscheinlich halt, dass Infinity weg ist, vor allem. Ja, dann steht hier noch was mit Pineapple and Pepperoni Pizza. Also wahrscheinlich eine Anspielung auf Carlos, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Stehen hier noch ein paar allgemeine Informationen über Clash Quest. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, also ein bisschen mehr haben wir hier auch schon erfahren als in einem Short oder im Video von Psy. Auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao!